Nervenkitzel bis zum Schluss. Im zweiten Spiel des Meisterschaftskrachers besiegen die Wasserfreunde ihren Erzrivalen Wasco 98 Hannover im 5-Meter-Schießen mit 15:13. Und wir haben wirklich alles reingesteckt, um am Ende noch den Ausgleich zu schießen. Und dann haben wir, glaube ich, am Ende es auch verdient, im 5-Meter-Schießen zu gewinnen. Weil wir so viel Einsatz gezeigt haben, bis zur letzten Sekunde daran geglaubt haben, dass wir das noch aufholen können. Das Spiel beginnt energisch. Auf beiden Seiten wird Druck aufgebaut. Besonders die Hannoveraner ziehen das Tempo an und gehen kurz darauf mit 2:1 durch Alexander Radovic in Führung. Das gefällt den Spandauern überhaupt nicht, weshalb Mateuschuk auf 2:2 verkürzt. Bis zur Halbzeit behalten jedoch die Gäste aus Niedersachsen die Oberhand. Und das Glück scheint einfach nicht auf Seiten der Wasserfreunde zu sein, denn Wasco baut seine Führung weiter auf 11:6 aus. Allerdings soll das nicht das Ende sein, denn die Spandauer dann plötzlich wie ausgewechselt, frisch, gierig und vor allem torgefährlich. Innerhalb von 4 Minuten bringen Roman Schepelev und Dimitri Cholos den Gastgeber mit 11:11 wieder zurück ins Spiel. Für uns ist jetzt das Wichtigste, nicht so leichte Tore aus Kontersituationen zuzulassen. Und im Angriff müssen wir spielen. Jetzt muss die Partie im 5-Meter-Schießen entschieden werden. Wer wird die Nerven behalten? Spandau oder Wasco? Die besseren Nerven haben dann definitiv die Wasserfreunde. Sie versenken alle Würfe, während Hannover mehrmals an Laszlo Baksa scheitert. Somit behaupten sich die Herren aus Berlin mit 15:13 gegen Wasco 98 Hannover. Ich würde sagen, das war ein unfassbares Comeback von uns. Ich bin jetzt schon lange hier bei Spandau, eigentlich meine ganze Karriere. Und ich glaube, sowas haben wir bisher noch nie geschafft. In wenigen Stunden wird sich zeigen, ob die Wasserfreunde nur noch einen Schritt machen müssen, um den größten Triumph ihrer Saison vor heimischer Kulisse zu zelebrieren. Oder ob die Hannoveraner ihnen am Ende doch noch einen Strich durch die Rechnung machen.